Am Tag 2 der Filmfestspiele strahlt die Croisette in Cannes im hellen Sonnenlicht. Die Côte d'Azur zeigt sich von ihrer schönsten Seite. Wie schon am Abend zuvor. Regisseur Jim Jarmusch und seine Stars. Tilda Swinton, Bill Murray und Selena Gomez sind die prominentesten. Sie spielen im Eröffnungsfilm The Dead Don't Die, Die Toten sterben nicht, ein Horrorfilm. Als da Bill Murray erzählt, augenzwinkernd, was ihn an dem Film gereizt hat. Jim schüttet dich mit einer Menge Geld zu. Viel, viel Geld und Geschenke. Und du denkst, oh Gott, Jarmusch will, dass ich für ihn arbeite. Und das ist der Film. Star-Regisseur Jim Jarmusch führt die Zuschauer in ein verschlafenes Dorf. Doch hier stimmt was nicht. Ein Spektakel. Rockstar Iggy Pop in einer Paraderolle. Tilda Swinton als Bestatterin. Eine Apokalypse, eine Komödie und der schreckliche Verdacht. I'm thinking zombies. What? It was fun. Es war lustig.